Namen des Volkes, halt die Schnauze. Im Namen des Volks, du bist der letzte Dreck. Im Namen des Volks, Verbrecher sind anders. Wer spräche uns frei, wenn es sie nicht gäbe? Es gibt so viel Schuld, die keiner strafen kann. Und so viel Druck, den uns keiner nimmt. Doch für Leute wie dich gibt's Paragraphen. Hinein in den Abgrund, wohin du gehörst. Es muss eben feste Spielregeln geben, die Leute zu orientieren. Denn wer sich stets bückt, möchte auch gern mal treten. Gesetzbücher klären, wen's trifft. Verbrecher sind greifbar, so übersichtlich. Bestrafung beruhigt ungemein. Die anderen Probleme sind undurchsichtig. Die ordnet uns niemand ein. Darum müssen wir strafen, gnadenlos. Das lindert die Frustration. Hier können wir endlich hassen, ganz mit Recht. Das ordnet die Aggression. Menschenrechte sind nicht fürs Vieh.
darf ich bitten, braver Bürger, schenkst du mir Gehör? Für eine schmutzige Geschichte, deiner Mühe wohl wird. Vielleicht nimmt sie dir die Ruhe, auch wenn du ganz zufrieden bist. Denn ich zeig dir unsere Rache, die für die Schwachen übrig ist. Hinter der schönen Bürgerscheinwelt von Freiheit, Leistung, Wohlstand. Siehst du Folterkammern für alle, die aus dem Rahmen fallen, deren Familie nicht heil ist, wie gewünscht. Geschundene können nur schinden, die nicht Liebe und Stütze fanden, um diese Welt zu ertragen. Wir, wenn der Staat sie aufspürt, als verwahrlost, auffällig klassifiziert, dann nimmt er die Anpassung in die Hand, denn schließlich sind wir doch ein soziales Land. Dann treten die Menschenrechte mal zurück, die Fürsorge tritt in Nation. Handlanger und Knastbrüder gilt's zu stanzen, dank unserer KZ-Tradition. Peter Schneider. Die Mutter ist nur Arbeitertochter, was kann die schon? Der Vater hört auf seine Mutter. Die wirst du doch nicht heiraten wollen. Zerschuftet sie als Köchin im Lehrlingsheim. Deinen Hungerlohn. Was soll der Staat denn noch alles zahlen? Das Geld reicht kaum für Peter, für die Zeit. Daheim. Es ist für alle gesorgt. Auf eine schlecht bezahlte Schwester kommen 15 Babys. Peter fällt zurück. Kein Gefühl, keine Liebe, nur Rachitis. 2 Jahre später kann man im Amtsbericht lesen. Peter ist so trotzig. Und nervös und lässt sogar noch ein, unverständlich. Der Vater ist aus Amerika, klar, er darf nicht adoptieren. Und Peter geht von Hand zu Hand. Pflegeeltern, Heimeltern, bloß nicht heimisch werden. Der Amtsvormund, der weiß genau, was für Peter gut ist. Lernen, dass Leben arbeiten heißt. Und am besten auf dem Land, geführt von fester Hand. Thank you.
Wie ein Sklave werde ich hier behandelt. Kein Pflegekind, nur billige Arbeitskraft. Mein Zimmer hat nur eine trübe Lampe. Und nachts gehen die Mäuse spazieren. Man hat mich nichts geliebt. Dafür werde ich jetzt beachtet. Denn die anderen sind in Ordnung. Ein Form und Pfand, er hat sich eingelebt. Aber mir blieb schließlich nur die Flucht. Im Nonnenkloster musste ich büßen für die Sünden meiner Mutter.